Willkommen bei diesem Schnellstart-Video zu MindView 6, in dem Sie erfahren werden, wie man eine MindView erstellt, wie man sie durch Hinzufügen von Zweigen aufbaut, wie man sie durch Verschieben von Zweigen neu arrangiert, wie man Dateien an Zweige anhängt, sowie zum Schluss, wie man sie zu Microsoft Word exportiert. Nach dem Start der Anwendung bzw. mit Klick auf Datei befinden Sie sich im sogenannten Backstage-Bereich und hier können Sie definieren, welche Ansicht Ihre neu zu erstellende Map haben soll, also Mindmap, Organigramm, links, rechts und so weiter. Außerdem können Sie definieren, dass Sie Ihre Mindmap von einer Vorlage ausgehend aufbauen wollen. Dazu klicken Sie einfach auf einen dieser Ordner, gegebenenfalls auf einen Unterordner und wählen die gewünschte Datei aus. Wir wollen eine neue leere Mindmap erzeugen, deshalb klicke ich einfach hier oben auf das entsprechende Symbol und bekomme dadurch bereits das Zentrum der Map, den sogenannten Ursprung, angezeigt. Um den Ursprung umzubenennen, klicken Sie ihn einfach an, falls noch nicht ausgewählt, und geben den neuen gewünschten Begriff, in unserem Fall Agenda, ein. Deselektieren können Sie, indem Sie einfach außerhalb klicken. Für das Hinzufügen von Zweigen gibt es nun verschiedene Möglichkeiten. Eine ist, hier oben im Menüband auf Zweig zu klicken, beziehungsweise Unterzweig, um einen Zweig zu erzeugen. Die zweite Möglichkeit ist über das Kontextmenü, das heißt rechtsklicken, dann auf Einfügen gehen und dann auf Zweig oder Unterzweig. Und die dritte Möglichkeit ist die über die Tastaturkürzel, entsprechenden Ursprung oder Zweig anklicken und dann durch die CR-Taste weitere Hauptzweige hinzuzufügen, beziehungsweise über die Einfügen-Taste jeweils einen Unterzweig zum aktuell ausgewählten Zweig. Genauso einfach wie das Hinzufügen von Zweigen ist die Neuanordnung, das heißt das Verschieben von Zweigen. Sie wählen den gewünschten Zweig einfach aus und ziehen ihn dann, Sie sehen hier eine Vorschau, an den neuen gewünschten Ort. Sie sehen also, auf diese Weise kann ein Unterzweig durchaus zum Hauptzweig werden, beziehungsweise ein Hauptzweig auch zum Unterzweig. Nach diesen grundlegenden Geschichten möchte ich gerne zu einer Map wechseln, die bereits weiter ausgearbeitet ist, ebenfalls namens Agenda. Und hier sehen Sie bereits so eine typische Map für die Tagesordnung eines Meetings, beginnt mit Begrüßung, Ziel und Zweck und so weiter. Eine ganz wichtige Geschichte bezüglich der Mindmaps ist die Hierarchie. Die wird in der Mindmap, übrigens der Verlauf im Uhrzeigersinn rund um den Ursprung, die wird hier durch die verschiedenen Farben und so bereits angedeutet. Es gibt aber die Möglichkeit, das Ganze noch sehr viel klarer zu machen, und zwar einfach, indem ich hier oben ein Nummerierungsschema wähle. Ich klicke hier drauf, wähle das Schema, das ich gerne hätte. Ich nehme gleich mal das erste. Und Sie sehen, die ganzen Zweige und ihre Unterzweige werden entsprechend durchnummeriert. Wichtig bei dem Ganzen ist, es passiert dynamisch. Das heißt, wenn ich jetzt den bisher als zweitens bezifferten Zweig an die erste Stelle rücke, werden die Nummerierungen entsprechend umgeändert. Die Nummerierung folgt also jeweils der Ordnung, die Sie schaffen. Eine Mindmap in MindView muss nicht in dieser Form beibehalten werden, beziehungsweise sie muss nicht das Endergebnis darstellen. Vielmehr ist es möglich, sie in verschiedener Weise zu exportieren, zum Beispiel als Microsoft Word, PowerPoint, Excel oder Project-Datei. Und wieder zurück.
Dabei werden die Zweige jeweils zu einem Abschnitt innerhalb eines Word-Dokumentes, zu einer Folie in PowerPoint oder einem entsprechenden Element in Project. Schauen wir uns jetzt den Tab Einfügen genauer an. Da kann ich verschiedenste Dinge einfügen. Freigegeben werden die in dem Moment, wo ich einen Zweig auswähle. Dann kann ich Texteditor, Objekt, Notiz, Kommentar und so weiter für diesen Zweig definieren bzw. ihm hinzufügen. Als erstes möchte ich ein Texteditor-Objekt hinzufügen. Wähle dazu, falls nicht schon bereits geschehen, den Zweig aus und klicke dann einfach auf dieses Symbol. Wie Sie sehen, bekomme ich oben im Menüband was ganz Ähnliches wie für die Formatierung zum Beispiel in Word. Und genauso funktioniert es im Editor selbst. Das heißt, ich kann einfach hier meinen Text eingeben. Genauer gesagt eingeben und formatieren. Wenn ich damit fertig bin, kann ich den Dialog schließen. Und Sie sehen, in dem Moment erscheint hier rechts oben neben Begrüßung diese kleine Büroklammer, die darauf hinweist, dass an diesem Zweig eine Datei angehängt ist. Wenn ich mit der Maus drüber fahre, bekomme ich diese kleine Vorschau und mit Klick auf diese kann ich das Ganze wieder aufrufen. Natürlich lassen sich in MindView nicht nur interne Geschichten wie diese Textnotizen an Zweige anhängen, sondern praktisch beliebige externe Dateien. Nehmen wir an, es existiert ein PDF vom Protokoll des letzten Meetings, dann klicken Sie einfach diesen Zweig an, klicken hier oben auf Anhang, schalten in den entsprechenden Ordner und wählen die Datei aus. Mit Klick auf Öffnen sehen Sie wieder diese Büroklammer. Wenn ich mit der Maus drüber gehe, habe ich hier wieder, um was es sich handelt. Und mit Klick hier drauf könnte ich den auf dem System entsprechenden Player für PDF-Dateien aufrufen und diese anzeigen. Was ich eben im Beispiel für diese PDF-Datei gezeigt habe, funktioniert, wie schon erwähnt, nicht nur damit, sondern mit quasi beliebigen Dateien, zum Beispiel Videos, Bildern, Textdateien, Excel-Files und so weiter. Alle werden hier angehängt und können natürlich auch von hier aus bearbeitet werden, entweder indem man sie einfach hier aufruft oder indem man auf dieses Symbol rechts klickt und den Link als solchen bearbeitet. Vielleicht noch ein kleines Beispiel. Ich nehme den Zweig Finanzen, klicke auf Anhang, schalte in den entsprechenden Ordner und wähle hier eine Excel-Datei. Wieder die Büroklammer, wieder diese kleine Hinweis, worum es sich handelt. Und wieder wird durch Anklicken das entsprechende Programm, in dem Fall Excel, geöffnet zum Ansehen bzw. Bearbeiten dieses Anhangs. Nachdem es bisher um den Aufbau der Map ging, möchte ich Ihnen jetzt zeigen, wie man das Erscheinungsbild der Map ändern kann. Zum Ersten sind da die schon erwähnten verschiedenen Ansichten. Im Moment sehen wir die Map als Mindmap. Alternativ dazu habe ich die Möglichkeit, sie als Organigramm darzustellen oder als Links-Rechts-Ansicht oder als sogenannte Gliederung, das heißt ein lineares Aufzählen der verschiedenen Punkte. Es gibt noch zwei weitere Ansichten, nämlich die Zeitleiste und das Gantt-Diagramm. Die werden wir in späteren Workshops, in späteren Videos noch besprechen. Für den Moment möchte ich bei der Map-Ansicht bleiben, und zwar bei der Mindmap. Diese soll jetzt umgestaltet werden und die globalste Art und Weise, sie anders aussehen zu lassen, ist das Design.
Ich kann hier oben zwischen verschiedenen vordefinierten Designs wählen, gehe dort einfach mit der Maus über das entsprechende Symbol und bekomme direkt unten in meiner konkreten Mindmap eine Vorschau. Sie können die Map allerdings auch spezifischer verändern. Sie wählen zum Beispiel einen Zweig aus, gehen dann auf den Punkt Farbschema und wählen, Sie sehen es in der Vorschau, für sämtliche Hauptzweige auf einmal ein bestimmtes Farbschema, verschiedene Zweigformen und so weiter aus. Und noch spezieller wird es, wenn Sie also bestimmte Zweige auf eine ganz bestimmte Art und Weise einfärben oder sonst wie verändern möchten. Auch das geht, und zwar über den Karteireiter Format. Auch hier können Sie wieder ein Farbschema wählen. Das gilt dann allerdings nur für den momentan aktuellen Zweig. Und es eignet sich sehr gut, um Gruppen von Zweigen auf eine bestimmte Art und Weise einzufärben und somit ihre Zusammengehörigkeit zu unterstreichen. Des Weiteren können Sie Bilder in die Map mit einbinden, und hier ist die einfachste Methode, die über den Multimedia-Katalog. Ich gehe also hier zu Beruf, Arbeitsumgebung, oder ich suche hier oben nach einem bestimmten Suchbegriff, zum Beispiel Meeting, nehme das entsprechende Element von hier unten und ziehe es einfach als Symbol über den Zweig, zu dem es als Zweigbild gehören soll. Sie können auch eigene Bilder einbinden. Sie klicken den entsprechenden Zweig an, gehen dann auf Einfügen und wählen hier Zweigbild hinzufügen, klick hier drauf, Bild auf aussuchen und dem Zweig als Zweigbild zuweisen. So, damit soll der Aufbau der Mindmap abgeschlossen sein. Das heißt, was jetzt folgt, ist der Export, und in diesem Fall der Export zu Microsoft Word. Vielleicht noch ein Wort zu dieser Nummerierung, die wir ja ganz zu Anfang besprochen hatten. Die dient jetzt unter anderem dazu, das Ganze in Microsoft Word zu gliedern. Sprich, diese Hauptzweige ergeben Hauptüberschriften, diese Unterzweige entsprechend Unterüberschriften zu den jeweiligen Hauptüberschriften, sodass diese Struktur, diese Hierarchie hier in der Map 1:1 bei Microsoft Word abgebildet wird. Um tatsächlich zu exportieren, klicken Sie auf Datei, dann auf Export, dann auf das gewünschte Programm, in unserem Fall Microsoft Word, und haben jetzt die Option, das Ganze auf die schnelle Art und Weise zu machen. Das heißt, mit den Grundeinstellungen von MindView bzw. mit den zuletzt von Ihnen eingestellten Einstellungen oder den erweiterten Export, wo Sie jeweils genau spezifizieren können, was wie exportiert werden soll. Für dieses Beispiel nehmen wir den Word-Schnellexport, klicken hier drauf und erhalten nach kurzer Zeit eine Meldung, dass das Projekt, das Microsoft Word-Dokument, fertiggestellt ist. Wenn Sie auf Dokument öffnen klicken, dann sehen Sie bereits das Ergebnis vor sich. Das Ganze beginnt mit dem Titel, das heißt dem Ursprung in der Mindmap, dann eine Darstellung der Mindmap, einem Inhaltsverzeichnis, übrigens natürlich interaktiv, und danach die einzelnen Kapitel, hier die Hauptüberschriften, hier Unterüberschrift. Sie sehen, die Bilder werden an der passenden Stelle eingefügt. Dann werden auch die Dateien, die Sie angehängt haben, an dem Teil hinzugefügt, zu dem Sie gehören, sodass die komplette Struktur erhalten bleibt. Und auch hier von Word aus können Sie zum Beispiel mit Doppelklick
eine solche Datei, die Sie in der Map angehängt haben, öffnen, sie dort bearbeiten und wieder schließen. So, das soll es für dieses erste allgemeine Trainingsvideo gewesen sein. Bitte beachten Sie auch unsere anderen weiterführenden und mehr ins Detail gehenden Videos zu MindView 6.